tatsächlich würde ich sagen 5. Halt. 75. Oh ja. Nee, nicht den. Nicht ihn. Das ist ja genau das Problem. Komm, den da. Perfekt. Gut gemacht. Nein. Obwohl. Das ist immer noch derjenige. Ja. Puh. Also wir könnten auch da hinten hingehen. 55%. Was ist, wenn ich zum Gewehr wechsle? 64%, immerhin. Warum nicht? Oh dear me, there goes Theodore. Tja, da hat's ja Theodore, bist schon jetzt. Das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. 75, 45. Ja, da müssen wir ein bisschen was optimieren. Wie wär's, wenn wir da hinten hingehen? Hat sich leider nicht viel geändert. Versteinerungsbolzen. Eine Art Pfeil, der ein starkes Betäubungsmittel enthält, verschlechtert die. Nee. Transfusion? Auch nicht. Ja, da würde ich einfach sagen, komm. Wobei 45%. Warte mal ganz kurz, was ist, wenn wir die Waffe wechseln? Ja, 1% weniger. Ja, kommt auch nicht wirklich fett rüber. Und auch die hier würde nur ein Schaden machen. Na gut, dann nehmen wir mal hier. Bleiben wir erstmal beim Marine-Revolver. Ja. So, hier ist eine große Lücke. Die da hinten treffe ich. Würde ich treffen. Ja, können wir machen. Please stop shooting and let me explain. You'll pay, you sick bastard. I never meant you harm. Quite the opposite, in fact. Do you remember the day you escaped? After the emancipation. You think I forget a day like that? Many would have seen it as a victory and waited for the fall of the Confederacy. But you took matters into your own hands. I saw what you did. You were magnificent. So, ich versuche mal. Jawohl! Alter, ihr zwei seid heute ja richtig geil drauf. Aber Zug des Gegners, macht mal, was ihr könnt. Und dann hätte ich gesagt. Ja. Vielleicht statt hier rüber, hätte ich vielleicht eher gesagt, wir gehen mal einen ganz anderen Weg. Ich meine, warum nicht, ne? Wie wäre es, wenn wir einfach einmal hier rüber gehen würden und dann direkt ins Haus? Was just beyond the quarry gate. But how to get it open? I had guns stashed around the camp, and I had a friend in the brig. I'd been planning. So, du dahin. Ah ja, wir kriegen schon Besuch. Es geht ganz schnell. Oh, schwer daneben, schwer dann. Oh, von oben. Gut, Fred, das hast du gut gemacht. 42%, Wir müssen die Position verändern, hätte ich gesagt, ha? Huh? Gehen wir da hin, da müsste eigentlich direkt ein. Da ist auch direkte Schusslinie. So, siehst du? 68% und Feuer. Genau so. So stelle ich mir das vor. Ein gnadenloses Massaker. So, direkt unterhalb vom Gebäude. Ja, lass ihn. Dein Ernst jetzt, ja? So, 30% Trefferchance. Nee, muss nicht sein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal einfach nach oben, beziehungsweise unterhalb. Oh. Wir müssen Fred helfen. Komm, hol ihn dir. Jawohl, Gott. Liberty, du bist so drecksgeil, ohne Witz. Okay. Du hast es soweit geschafft. Hier hin?
Ja, müssten wir eigentlich, weil der steht irgendwo da hinten. Hm? Gehen wir dahin. Und dann weiß ich nicht. Wo gehen wir hin? Wo verstecken wir uns? Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt hier natürlich die Waffen holen, aber wenn der halt hier raustritt, dann habe ich halt ein Problem. Is still a riddle to me. You can do a lot of things when you're desperate enough. Oh, tu doch nicht. Okay. Ist immer noch ruhig, gut. Dann wollen wir ja mal mit Fred ein bisschen weiter vorrücken. Normalerweise. Ah, da ist er doch. Was, wie, wo? Ja, da in der Ecke, da steht er doch. 66% Trefferchance, komm, dann holen wir uns. Komm schon! Jawohl, Fred, du bist einfach eine geile Drecksau. Gut, Fred, da kannst du nichts dagegen sagen, nicht? So, holen wir sie uns. Bündelrevolver. Was haben wir das ja da? Marinerevolver. 39%. Jetzt gucken wir mal, was der Bündelrevolver sagt. Okay. Da ist der Marinerevolver dann doch ein Ticken besser. 39%. Ja, so sieht's aus. Jetzt pass mal auf. Gibt's hier irgendwo Deckung? Für Fred. Ja, ich kann hier drüben hingehen, aber ja, da kann man sich drüber streiten, ganz ehrlich. So viel Deckung ist es nicht. Von daher hier in die Ecke. Und dann erst einmal nachladen, ne? Ah, geh wieder nach unten. Hat er Angst bekommen? Ja, 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 ja. So, 39%, ein Schaden. Ja. Okay. War irgendwo fast schon ein bisschen klar. Wir kommen hier drüben hin, ne? Wir kommen tatsächlich hier drüben hin mit einem Stern. Das ist nice. Dann können wir auch unten erstmal bleiben. Dann siehst du den und den. Holen wir uns doch erstmal den da unten, oder? Gemeinsam. Jawohl. Jawohl. So, den da unten erstmal. Und Fred macht den Abschluss. Fred macht den Abschluss. Richtig, Fred? Gut gemacht. Ja, du kriegst es ab, ich weiß. Das kriegen wir dann auch noch irgendwo hin. Der ist da oben. Was machen wir mit ihm? Gut, zum einen können wir hier schon mal sagen, lade die aktive Waffe mit 2 Patronen nach. Das ist schon mal Punkt Nummer uno. Punkt Nummer due ist vielleicht Gewehrteilung über Zeit. Und dann darf Liberty, weiß ich nicht, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sollen wir erstmal hier runter gehen? Oder meinetwegen hier hin? Und dann gehen wir hinten rum durch die Tür nach oben. Das können wir eigentlich fast schon machen. Ja. Dann hat er 2 Ziele und zwischen einem muss er sich entscheiden. Ja. Und dann wird er öfters verfehlen. So lautet der Plan.
So, 29% ein Schaden. Vorbei. Getroffen. Das würde bedeuten, theoretisch in 3 Runden fällt er um. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, war klar, dass der Wirt hier irgendwann noch getroffen wird. Okay, kriegen wir hin. Überleben wir mal. Achso, nachladen, nachladen. Halt, Moment. Warte, du kriegst gleich noch dein Blei ab. So, nächste Runde ist er weg. So, Liberty hat nicht nochmal was abbekommen, das ist gut. Boah, der hatte so viel Glück, dass er genau diese Runde nochmal... Alter, dein... Dein Achso, halt, Elixier der Heilung. Das Problem ist jetzt nur, ich kann mit ihr nicht schießen, es sei denn, ich wechsle die Waffe. Nachladen kann ich mir nicht leisten. Oh, yay! Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir, denke ich, mal direkt da oben hin, oder? Während er da oben direkt Ausschau hält, während das Tor geöffnet wird. Ah, da haben wir ja noch so einen Drecksack. Oh! Sieh's auf Konfrontation aus, da, die Frau da. Alter, das ist doch... Nein, nicht mit uns. Also rumgehen kann ich nicht. Das würde zu lange dauern. Ja. Dahin, oder? Ich kann nicht außen rum. Das würde hier ganz außen rum gehen. Ich meine, da liegen auch Waffen. Klar, keine Frage, aber ich kann es mir von der Zeit her nicht leisten. Das dauert viel zu lange. Bis dahin hat Fred den letzten Gegner doch ohnehin schon ausgeschaltet. Also von daher, ja, was soll's. Ja. Siehst du sie? Ja, du siehst sie. Oh, heftig daneben. Learn to play! Learn to target! Und so. So, weg damit. Gut, du bleibst hier, du wirst nachladen, während Liberty... Genau, richtig, so. Während Liberty die Person sein wird, die auf jeden Fall das Tor öffnet. Zuerst lade ich aber mal alle Waffen nach. So, das ist Nummer 1. Du bleibst hier, deswegen Runde beendet. Waffen nachladen. Da war der Marinerevolver, der ja ein bisschen zumindest mal mehr Schaden macht. So, du bleibst hier, genau. Okay. Dann wollen wir mal. Irgendwo hier, genau, hier, ist die Torsteuerung. Somehow you found a way to open the gate to your freedom. When I saw this, I knew you were the one I had been looking for. Und da kommt Nummer 1. Und er bleibt mitten im Feld stehen. Das wird ihn noch bluten lassen. So, bring Liberty über die Rutsche in die Freiheit, befreie Paddy Somerset. Ja, machen wir. Aber immer jetzt nach dem anderen. So, erstmal den da. Ja, stirb. Verreck. Blute. Oh nö, Liberty, bitte. Was soll das?
danke, geht doch. Warum nicht gleich so? Mann. So, nachgeladen ist. Jetzt könnten wir ja noch Dings befreien, nicht? So. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier die Tür öffnen. Kriegen wir aber auch hin. Es dürfte ja zumindest mal kein Gegner mehr da sein. Oder? Oh. Ja, so kann man es sehen. So, das... Oh Gott. Liberty. Was habe ich dir angetan? Es tut mir leid, ich muss mich bei dir entschuldigen. Komm, wir verschwinden. Es tut mir leid. So, wir holen uns den da. Lass es. Wir lassen es einfach. Wir lassen die optionalen Ziele einfach. Fertig, aus. Komm, wir verschwinden. Komm. Dahin. So, nachladen. Lass es einfach. Das bringt nichts. Wir reiten uns nun zum Glück. Das ist einfach so. So, können wir da hinkriegen? Oder was machen wir? Ja, hätte ich ja nicht gesagt, oder? Nicht, dass uns da hinten jemand noch sieht, aber können wir auch da hingehen. Okay. So, Runde beenden. Also, dahin. Go! Sliding down that chute was certain death. Lass das Optionale optional sein. I'd rather die than be a slave a minute longer. It was apparent, my dear, and incredible. Auftrag abgeschlossen. Yeah! Ja, ist klar. Aber halt ohne optionalen Ziel. Nun gut. Die meisten Leute wussten zwar nicht, worum es sich handelte oder was es bewegte, aber in dieser Region drehte sich alles um Ether. Und ob sie es wussten oder nicht, alle wollten ihn haben. I had to look away. Your fall was too painful to watch. Luckily, we reached you before the slavers. We took your broken body to my laboratory, where you would be safe. Bevor ich dich vervollkommnen konnte, brauchte ich mehrere Körperteile, um die bei einem Sturz verloren zu ersetzen, und einen großen Äthervorrat. Meine Kollegen in der Leichenhalle würden mir wohl aushelfen können. Aha, sehr schön. Okay, Leichenhalle verfügbar. Es ist ein bisschen ein verändertes Inventar, aber nichtsdestotrotz, Display, aber nichtsdestotrotz, es kommt immer noch aus Gleiche raus. So, da haben wir einmal Dr. Aldous Gorman, der dieser Gruppe angehört. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier an Waffen haben. Hier Waffen. So, doppelfliegende Kaliber. 10. Der hat es schon. Ja, kriegt da noch einen Manirine-Revolver. So, dann machen wir das hier so. Dann kriegen beide das gleiche. Und dann schauen wir mal, was das Kartenmenü sagt. Vielleicht können wir ja da ein bisschen was an Karten verteilen und so, du. Es gibt gar keine Karten, die wir verteilen können. Okay, dann halt nicht. So, was haben wir denn? Nutzbare Gegenstände, Alraune. Die Wurzel einer Heilpflanze gewährt sofort den Glücksschub, okay. Gute Rezept-Wiedergänger, kombiniere Spielerleber, geschickte Hand, Glückslunge, Priesterzunge und menschliche Lymphe. Ach du Scheiße. Dein Ernst? Okay. Gute Rezept. Das kann man dann auch nur einsetzen, wenn man diese ganzen Gegenstände hat, oder was? Okay, das ist leicht krank, aber okay.
So, was haben wir denn da? Die Leichenhalle wurde von den maskierten Ärzten betrieben, einer geheimen medizinischen Gesellschaft, zu deren Mitgliedern ich zählte. Mit den Anlagen dort wurden menschliche Körperteile außerhalb des Wirtskörpers am Leben halten. So konnten wir geschädigte Körperteile bei Menschen ersetzen und zuvor unheilbare Erkrankungen lindern. Auf der Suche nach etwas Geeignetem für dich sah ich mir ihre neueste Ware an. Havelock Venison und ich kannten einander schon ewig. Er war der wichtigste Händler der Ärzte und tauschte Körperteile gegen Äther. Äther konnte aus verschiedenen biologischen Materialien hergestellt werden, doch für menschliche Organe und Operationen am Menschen war nur die aus menschlichem Material gewonnene Äther verwendbar. Alles andere führte zu schrecklichen Einstellungen des Subjekts. Da für alles Äther gebraucht wurde, war er eine de facto Währung. Wer Körperteile für seine Forschung wollte, bezahlte mit Äther, nicht mit Geld. Ich prüfte, was er anzubieten hatte. Stachel. Ja gut, ich habe kein Geld, ne? Ich habe dafür Äther. Aber ganz ehrlich, ich verkaufe doch keine 25 Äther für einen Marshalm. Für einen Marsch. Achso, Marshallmagen, Jesus Gott, ne. Ein Giftstachel? Arachnide Herkunft, der auf einem menschlichen Körper verpflanzt wurde. Mut, Fähigkeit, Mut, Verkrüppler, Kompatibilität. Weiß ich nicht, was mir die Kompatibilität hier sagen soll, ganz ehrlich. Aber gut. Geht in die Leichenhalle und kauft ein Körperteil. Okay, also habe ich doch keine andere Wahl. Dann nehmen wir mal, glaube ich, den Stachel. Ich weiß nicht, was ich sonst nehmen sollte. So, bestätigen. 20. Handeln. So lief es in der Leichenhalle. Äther gegen Teile. Um dich aus der Masse der Menschen herauszuheben, würde ich mehr von beiden brauchen. Viel mehr. Get to the point. Why did you do it? Why me? Patience. I will explain all. Oh, you will? Or you're gonna have a real pretty hole where your face used to be. Lynchmoor. Maple Falls. Kriegshospital. Schlachthaus. Schönheitsklinik. Reiches Haus. Gemischtwarenladen. Ja, ich würde sagen, das sind alles Gegenden, die werden wir uns noch ansehen. Fürs Erste mache ich aber erstmal eine kleine Drehpause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder in einem der anderen Let's Plays. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.